ich lese, Stiftung Warentest, Medikamente im Test, 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet. Und im Kapitel Hauthaare bin ich angekommen bei Lippenherpes. Es werden Medikamente und Wirkstoffe in alphabetischer Reihenfolge dem Wirkstoff nach vorgestellt. Und ich bin angekommen bei Melissenextrakt in Klammern äußerlich. Und ich lese vor. Melissenextrakt äußerlich angewendet. Die Bewertung rot. Wenig geeignet bei Lippenherpes, weil die therapeutische Wirksamkeit selbst bei rascher Anwendung nur gering ist. Laborversuchen zufolge soll Melissenextrakt Herpesviren bekämpfen können. Für die Anwendung bei Menschen liegen aber noch zu wenige Studien als Wirksamkeitsbelege vor. Die therapeutische Wirksamkeit von Melissenextrakt gilt nicht als nicht ausreichend nachgewiesen. Zur Linderung von herpesbedingten Schmerzen und Juckreiz ist das Mittel daher wenig geeignet. Wichtig zu wissen: Wenn sich die Haut rötet, brennt, juckt und sich Bläschen bilden, vertragen Sie das Medikament vermutlich nicht. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Zur Anwendung bei Kleinkindern unter einem Jahr liegen keine Erfahrungen vor. Sie sollten deshalb nicht mit der Salbe behandelt werden. So, es geht weiter mit virushemmenden Substanzen und das sind im Wesentlichen Acyclovir-Tabletten und Acyclovir bzw. Penicillovir-Creme. Die Tabletten sind geeignet, grün, und die Creme ist rot, wenig geeignet.